Ja, wir sind immer noch in der Gruft mit den Dieben und wir versuchen jetzt hier ein paar Missionen zu lösen noch. Unter anderem mysteriöses Erbe. Gleichzeitig machen wir aber auch spürt den Meisterdieb auf, weil wir ja weiter in die Gruft reinkommen und wir haben noch gestohlene Güter. Mal sehen, was wir zuerst abschließen. Mal erstmal hier die Truhe öffnen. Zack. Ah, schau mal an, was haben wir denn hier? Ne. Oh, Straßenboss. Alles klar. Der berühmte Straßenboss. Hä? Was mach ich denn da? Au, ich drück die ganze Zeit die falsche Fähigkeit. Und hier ist schön safen. Ja, ich habe eigentlich am Anfang dieses Projektes gedacht, dass das mit einem Safe Spot ein bisschen blöd wird. Aber die sind doch eigentlich ganz gut verteilt hier im Spiel. Hier ist wieder. Ah, gut, da haben wir den Nebel. Spürt der Meisterdieb auf, okay. Ich habe ein kleines Vermögen dafür ausgegeben, jeden Taschendieb, Straßenräuber und Schläger in diesem Teil von Ruckenwall anzuheuern. Das hat mir ja viel eingebracht. Sich in der Gruft zu verstecken war eine gute Idee. In meiner Zeit als Student kam ich oft hierher, um eine Weile für mich allein zu sein. Wirklich? Ich bin ebenfalls ein Alumni des Kollegs. Ich werde darauf achten, dass eure Leiche mit etwas mehr Respekt behandelt wird. Ja, gut, das finde ich schön. Dass das so, dass du da so darauf achtest. Na doll. Jetzt haben wir hier noch einen Automatoiden. Der ist aber, glaube ich, gleich tot, ne? Ja, da ist er auch schon drauf gegangen. Da gibt es noch andere Gegner. Gegner! Gegner sind echt gut. Es wird ein wenig unübersichtlich hier in dem Kampf, aber das kriegen wir schon hin. Wow. Ich glaube, eine kleine Heilung wäre nicht schlecht. Nein, komm. Ich kann das Gold nicht aufsammeln, wenn ich in dieser Stance drin bin. Das ist so doof. Aber ich brauche das Gold in dem Kampf jetzt auch nicht. Warum will ich Gold sammeln? Wenn ich doch einfach Gegner umbringen kann. Oder auch nicht. Ich warte ja eher, dass ich mich immer heile. Wow, dieser Schaden. Der Automatoid hat es echt auf mich abgesehen. So, jetzt ist er draufgegangen. Ha, ist verdient.
brauche wieder ein bisschen Mana. Ja. Ja. Attacke. Der nächste Automat ist gekommen. Oh no. Sammeln. Das ist leider ein wenig Mana-Mangel. Ich werde jetzt ein bisschen aufsammeln. Ja, guck mal, wir haben also Mana aufgeladen. Horror Level Plus! Genug. Ich weiß, wann ich verloren habe. Verschont mein Leben und ich werde mich zurückziehen. Ihr verschleppt Automatoiden in die Gruften. Sagt uns weshalb. Der Gentleman hat uns angeworben, um die Automatoiden der Stadt zu stehlen. Wir haben sie auseinandergenommen und sie ihm dann übergeben. Er bezahlt uns gut. Ich vermute, er verkauft einige von diesen verdammten Dingern auf dem Schwarzmarkt. Aber das ist nicht meine Angelegenheit. Es ist sehr schwer, diese Metallbiester weit zu schleppen. Deshalb haben wir hier in den Grüften ein Lager aufgeschlagen. Die Bewohner kommen nicht hier runter. Nicht mehr. Ihr habt ein paar Automatoiden behalten. Wie habt ihr es geschafft, sie zu kontrollieren? Die habe ich vom Gentleman bekommen. Er muss einige von denen, die wir für ihn besorgten, umgebaut haben und ihnen neue Befehle gegeben haben. Eine Frage noch. Wo kann ich den Gentleman finden? Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich habe ihn verfolgen lassen, aber es hat nichts gebracht. Er ist wie ein Geist. Meine Männer sind ihm bis in eine Sackgasse gefolgt und dort ist er plötzlich verschwunden. Er findet mich. Ich suche nicht nach ihm. Es werden Wachtmeister kommen, um euch festzunehmen. Wenn ihr versucht zu fliehen, werden wir euch jagen. So, wir haben jetzt den komischen Typen bezwungen. Oh, hier kriegen wir wieder zig Tonnen Items. Und achso, ja, Level Up. Was will ich jetzt hier am besten? Ach, Barrierefeld, komm, das ist so... Nutze ich sowieso nicht. Okay. Zack, 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 zack. So. Gehen wir da mal rauf. Wir haben jetzt das abgeschlossen. Aber wir haben ja, Moment, Ärger in der Gruft. Kehrt zu Mattgötter zurück, ja. Gut. Aber wir haben noch das mysteriöse Erbe. Zum Beispiel. Mal hier oben wahrscheinlich ist das letzte Ding, oder? Also der Hebel bringt nichts. Dieser Anhänger zeigt das eingravierte Bild einer wunderschönen Frau, die in der traditionellen Rüstung der 10. Legion gewandert ist. Was auch immer. Auf der Rückseite befindet sich eine einfache Inschrift. Für meine Eloisa, trage dies in der Schlacht, möge es dich sicher zu mir zurückbringen. In ewiger Treue, Gulame. Was auch immer. Damit ist diese Quest komplett abgeschlossen. Also sie ist einfach verschwunden. Ist weg. Deswegen nehmen wir jetzt gestohlene Güter an. Und gucken, wohin uns die Quest jetzt bringt. Okay, also zurück. Ich denke mal, dass wir jetzt hier nicht noch irgendwelche Probleme bekommen werden von irgendwelchen bösen Dieben. Alles klar, bekommen wir doch. Ah.
Weil dann haben wir nämlich das Problem erstmal gelöst, um... die Stimmen zu erhalten. Bin nicht mehr im Kampfspiel. Ja, hier geht's nicht. Hä? Was denn? Und da hing schon wieder irgendwo dran fest. Das ist ganz komisch. So. Wie weit muss ich denn zurücklaufen? Was habe ich denn alles verpasst? Das ist ja unglaublich. Der Kampf ist doch schon... Hä? Was ist denn... Soll ich... Ach so, oh, da sind Gegner aufgetaucht. Na, der Kampf ist jetzt vorbei. Er ist vorbei. Lass mich speichern, Spiel. So, geht doch. Hier geht's weiter. Da oben ist eine Markierung. Wusch! Lache. Wusch! Heilung, ja. Ich meine, sterben die wirklich schnell? Lop. Der hat sich... Wow, Heilung. Mies. Lop. Ich toleriere das nicht, wenn Gegner sich heilen können. Da geht's weiter. Gerne so eine etwas größere Map, die man einfach so aufrufen kann. Damit man zumindest sieht, wie weit der Weg in etwa wäre. Ich hätte das Gefühl, ich muss jetzt bis zum Eingang der Gruft laufen. Aber gab es das eigentlich? Also ich weiß, glaube ich, in Dungeon Siege 2 gab es eine Map, die man aufrufen kann, wo man ein bisschen mehr Übersicht hat. Aber ich weiß gar nicht, ob es das auch im ersten Teil gab, aber das ist relativ egal gewesen. Da ist es eigentlich auch relativ egal, weil man hat ja hier diese Wegfindung.
Aber es wäre schon schön, sowas zu haben. Jetzt wieder kritisch. Achso, Sieg, ja, und ich setze nochmal schön so einen Ball, also einen Blitzball ein, ne? Wie fucking weit muss ich denn zurückgehen? Kann natürlich passieren, wenn man nochmal so aus Versehen eine komplette Mission einfach mal verpasst. Und wahrscheinlich das letzte, den letzten Gegenstand einsammelt. Also langsam müssten wir noch mal ankommen. Nein! Ah, ich hasse es! Nein! Hier waren wir zumindest noch nicht drin in dem Bereich, weil die Tür war zu. Da vorne! Ja, krieg mal hier so ein bisschen schwere Geschütze ab. Hier vorne müsste das irgendwo sein. Wehe, da ist eine verschlossene Tür vor. Nee, die kann ich öffnen. Echt? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Der lebt ja noch. Das hier, ne? An die Rechnung Nummer 3438, Empfänger, Schnaus, Ladeninhalt 3. Spindeln, feinste Seide. Oha. Damit haben wir das auch. Nein, 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 nein. Aufsammeln. Ist scheinbar nichts mehr. Haben wir wirklich bei der Mission, der eine Mission ist einfach so verschwunden, nachdem wir das gemacht haben, ne? Ja. Na gut. Dann müssen wir nur noch einen Teil finden. Da sind wir, glaube ich, schon vorbeigelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Alles klar. Aber das machen wir einfach mal. Das kriegen wir schon hin. Irgendwann, ja, schaffe ich es dann auch noch mal in diesem Leben aus dieser Stadt rauszukommen und weiter in der Story zu gelangen. Ja. Ihr seid jetzt schon ganz schön lange in der Stadt drin. Fokus aufladen und dann wieder richtig schön reinhauen.
Nicht gegen die Wand. Gut, das letzte Teil werden wir scheinbar nicht mehr in dieser Folge uns noch holen. Denn ich sehe schon, wir haben die magische Marke von 20 Minuten erreicht. Aber wir mitten im Kampf. Ein bisschen doof. Ich werde jetzt nochmal zurücklaufen, weil da ist ja nochmal ein Safe Spot. Hilfe. Da war ein Safe Spot, das save ich dann mal, weil ich jetzt eigentlich für heute nicht mehr Folgen aufnehmen will. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man dann an so einem Safe Spot endet. Sind die einfach sind die geflohen? Gegner. Will jetzt hier nicht unbedingt noch mehr Gegner triggern. Ja, das kann man auch hier aufsammeln, das Schwert, oder? Ja. Hier war doch irgendwo ein Safe Spot. Okay, dann nicht. Okay, dann gehen wir einfach nochmal ein bisschen weiter. Da muss irgendwo auch noch einer kommen. Wir haben ja die Überziehung, die mögliche Überziehung von mindestens 10 Minuten. Und da vorne kommen wir doch schon wieder zu dem Punkt hin. Oder ich nehme einfach doch noch eine Folge auf. Ja doch, zeitlich kann ich das natürlich. Eigentlich geplant habe ich das nicht, aber wenn das jetzt so darauf hinausläuft, dass ich hier wirklich nirgendwo speichern kann auf einmal, plötzlich ist das auf einmal nicht mehr möglich, weil hier einfach kein Speicherpunkt mehr kommt, dann erbarme ich mich halt und nehme noch eine auf. Wie sind jetzt die Dinger hier wieder an? Keine Ahnung. Naja, wir bleiben jetzt hier oben. Und ich werde dann noch eine Folge aufnehmen. Aber hier machen wir erstmal Schluss. Weil ja scheinbar das Spiel nicht mehr möchte, dass wir speichern. Und deswegen die ganzen Safe Spots hier hat. Ja, das ist einfach nur Unglück, was ich jetzt gerade habe, dass im Moment keine Safe Spots hier auftauchen. Nun, also bis zum nächsten Mal. Für euch kann es ja egal sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.